Hier haben wir ansonsten nichts mehr. Dann gehen wir nochmal ins Badezimmer, denn wir wollen noch rausfinden, was er denn da gerade gemacht hat. Es riecht nach Chemikalien. Vermutlich hat Legrand hier drin die Fotos entwickelt. Ach so, ich dachte, der hat irgendwas Verbotenes gemacht. Im Waschbecken liegen noch die Scherben der Spritze, die der Inspektor zerbrochen hat. Ach, war doch warum eine Spritze, tut er sich ne? das an? Selbst wenn er den Raben fassen würde, wäre es das wert, dafür seine Karriere und seine Gesundheit zerstört zu haben? Okay, da hat es doch so ausgesehen, wie ich dachte, dass er hier so einen kleinen Fixer gespielt hat. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal das Blut holen. Und werden das dann mit dem Chemikalienkoffer untersuchen. Da haben wir ja so ziemlich alles an Beweisstücken soweit abgearbeitet, würde ich denken, ne? Okay, keiner, der uns sieht. Sehr schön. Schnell die Treppe hinauf. Na los. Okay. Haben wir ansonsten noch irgendwas, das wir untersuchen müssen? Ich glaube nicht, ne? Es dürfte eigentlich wirklich bloß noch der Blutfleck sein. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts mehr, was wir betrachten können. Mal sehen, ob es dann wieder irgendwas triggert, vielleicht irgendeine neue Begebenheit. Wahrscheinlich werden wir dann entdeckt, während wir unten noch herumforschen in der Kabine. Aber erstmal nehmen wir den Blutfleck. Das wollte ich schon immer mal machen. Ja, Zellner goes Hollywood. Das muss reichen. Okay. Ach, wie süß. Na gut. Ich weiß bloß nicht, was er jetzt genau an dem Blut untersuchen will. Also, eigentlich kann er ja höchstens untersuchen, ob sie eine Bluterin war, aber naja. Oder ob vielleicht irgendwie das Blut verdünnt wurde. So, achso, brauche ich ja nicht mehr aufmachen, ich wusste. Gut, gehen wir wieder so rein. Na los, komm, push. Wenn du die Hand schon auf die Türklinke legst, brauchst du dich dann nicht mehr umsehen, ob jemand zuschaut. Okay, gehen wir hinten zum Koffer. Und schauen mal, was wir da so erreichen können. So, ich würde sagen, wir nehmen mal die Blutprobe. Ach, die können wir gar nicht hier irgendwie unterbringen. Hier stand doch irgendwo was von Blutproben. Genau. Fingerabdrücke, Schmauchspuren, Blut. Naja, hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen und die Mischung dann aufs Blut sprühen oder träufeln. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Bei Wasserstoffperoxid in Verbindung mit Blut fängt das nicht an zu blubbern. Mir war eigentlich so, als ob die Eiweiße dann reagieren. Kann man das schon irgendwie hier... Okay. Ein kleines Glasschälchen zum Mischen. Gut, das wissen wir ja. Die Frage ist, wie genau gehen wir jetzt vor dabei? Können wir... Wir können die nicht direkt irgendwo hier reinbringen, ne? Die Probe. Ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwie abschaben können mit was anderem. Sieht nicht so aus. Die Frage ist, wie gehen wir vor? Wir können das ja auch so nicht mehr anwählen. Ein kleines... Ja, das wissen wir ja. Aber ansonsten halt... Ach, okay, jetzt müssen wir die Chemikalien selbst suchen. Aha. Direkt. Wasserstoffperoxidlösung. Ja. Sag mal, wie viel hat er denn da reingefüllt? Du brauchst nicht viel davon, Mensch. Okay, wir brauchen die ja nicht weiter zu betrachten. Hier ist das Luminol. Aha, Luminol. Gut, dann mal rein damit. Ich glaube, es ist besser, wenn ich die Lösung auf das Stäbchen tropfe, anstatt das Stäbchen in die Lösung zu tunken. Vielleicht spielt Sauerstoff eine Rolle oder es funktioniert nicht, wenn man zu viel von der Lösung nimmt. Pff, kannst du machen, wie du willst, wa? Gut, je nachdem, was drinsteht, würde ich sagen, ne? Also schön. Das wäre dann also unsere Nachweislösung. Ja, aber du weißt doch, dass es Blut ist. Wozu machst du das denn jetzt eigentlich? In Ordnung. Ich fülle die Pipette und lege sie ab. Ganz vorsichtig. Oder ist es etwa keins? Das wäre jetzt natürlich eine tolle Erkenntnis. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Kein Blut.
Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Schön. Dann brechen wir doch gleich in die nächste Kabine ein. Wunderbar. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dort rein? Da müssen wir ja auch erstmal irgendwas finden, womit wir das Schloss öffnen könnten, ne? Und ich glaube nicht unbedingt, dass der Drahttrick nochmal funktioniert, zumal wir keinen Draht mehr haben. So. Ach, knacke das, wird sofort angeboten. Knacke das Schloss der Krankenstation. Wunderbar. Es scheint unmöglich, dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat. Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Eine Lache würde ich jetzt auch nicht sagen, ne? Aber immerhin, er kommt schon zu demselben Schluss, zu dem ich auch gekommen bin, dass Dr. Gebhardt irgendwie verdächtig ist. Finde ich nämlich auch. Okay. Der ist wahrscheinlich für Notfälle, wenn ein Gast stürzt und nicht mehr laufen kann. Grund dafür könnten die Bewegungen des Schiffes sein oder die gut gefüllte Bar des Kapitäns. Gut, hier ist bloß der Ausgang. Ah, was haben wir hier? Oh, ein Tonbandgerät. Das ist verdächtig, finde ich. Da wir ja oben auch eins hatten, vielleicht finden wir hier das zweite Band. Das Waschbecken sieht aus, als sei es vor kurzem gründlich gereinigt worden. Ob damit nur den Hygienevorschriften Genüge geleistet werden sollte oder es einen anderen Grund hatte, kann ich nicht sagen. Oh, jetzt fängt er aber an, langsam hier seine Verdächtigungen rauszuhauen, ne? Ich gehe auf die Leiche und untersuche den Schrank, genau. Ich schätze, dahinter steht der Mülleimer. So ist es. Papiertücher, Plastikverpackungen, Kartons und... Moment. Ja, genau. Ach so. Ein blutiger Handschuh. Was sagt man dazu? Ein aufgeplatzter Gummihandschuh. Er wurde zugeknotet und überall auf der Innenseite befindet sich eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Aber ich gehe jede Wette ein, dass es sich um dasselbe falsche Blut handelt wie in der Kabine der Baronin. Und ich glaube, wir haben unseren Mörder gefunden. Dr. Gebhardt wird Probleme haben, zu erklären, wie ein Gummihandschuh, der mit Kunstblut gefüllt war, in seinen Mülleimer kommt. Nicht nur, dass er das falsche Blut in der Kabine und an der Leiche der Baronin nicht entdeckt hat. Jetzt auch noch das. Das sieht nicht gut für Sie aus, Herr Doktor. Moment, ist sie vielleicht gar nicht getötet, ist sie vielleicht gar nicht erschossen worden? Für mich ist das Beweis genug, dass der Doktor in die Sache verstrickt ist. Ich sollte Legrand davon berichten. Gut, machen wir gleich. Ich will gerade erst nochmal schauen hier. Könnten wir sie vielleicht mal anschauen? Ich würde gerne wissen, ob sie wirklich ein Einschussloch hat. Das wäre mal interessant. Denn wozu braucht er sonst Kunstblut, wenn er sie nicht wirklich erschießt? Sie haben auch noch die Schublade. Erstmal die Schublade. Interessant. Was denn? Ein Tonband auf einer Spule. Aha. Die Spule gehört zu einem viel besseren Gerät. Eher zu so einem wie in der Kabine der Baronin. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass diese Spule die fehlende Spule aus der Kabine der Baronin ist. Aber ich halte es für recht wahrscheinlich. Und ich glaube, wir haben gleich den Fall komplett aufgeklärt, wenn es so weitergeht, oder? Ein Tonbandgerät der Firma Saibling. Interessant. Die Spule in der Kabine der Baronin ist von derselben Firma. An dem Tonbandgerät wurde ein Mikrofon angeschlossen. Eventuell nimmt Dr. Gebhardt seine Untersuchungsergebnisse auf Band auf, um sie später abschreiben zu können. Na dann rein damit. Das Gerät ist von eher einfacher Macher. Ja, wissen wir ja. Ich wollte eigentlich auch... Ja, genau. In Ordnung. Nichts. Seltsam. Da. Sehr interessant.
Mehr nicht? Bloß der Schuss? Okay, aber zumindest sollte das eigentlich bedeuten, wir haben unseren Mörder gefunden, weil der... Okay, das können wir jetzt hier nicht mitmachen. Weil, warum sollte er sonst eine Aufnahme von dem Schuss mit haben? Auf dem Tonband ist ein Schuss zu hören. Und die Spule stammt aus der Kabine der Baronin. Da ergibt sich ein Bild. Gut. Die Frage ist, warum hat er das Ding nicht einfach weggeschmissen? Und warum ist da einfach nur ein Schuss drauf? Warum hat er das aufgezeichnet? Und können wir vielleicht mal mit der Spule hier irgendwas machen? Ich will die weg haben aus meinem Inventar. Sonst haben wir jetzt auch nichts weiter. Okay, da wir hier soweit fertig sind und wissen, wer der Mörder ist, und ich habe halbwegs richtig gelegen mit meiner Verdächtigung, können wir dann jetzt zu Inspektor Legrand gehen. Und das habe ich befürchtet. Nicht ich. Oh oh. Oh. Na, was sagen wir denn dazu? Wir haben tatsächlich jetzt das Ende von Episode 1 erreicht. Das kam jetzt doch ein bisschen plötzlich, muss ich sagen. Also ich dachte, wir klären zumindest noch den Fall hier auf dem Schiff auf. Aber da haben wir ja mal einen richtig netten Cliffhanger, an dem wir jetzt hier ausgesetzt wurden. Ja, und da wird es doch umso spannender beim nächsten Mal, ne? Ich würde sagen, ich mache dann auch hier eine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal fangen wir dann zusammen das nächste Kapitel an oder die nächste Episode von den dreien. Und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Also eigentlich, warum bringt er ihn jetzt nicht einfach um, ist die Frage. Ne? Er könnte ja ohne Probleme ihn abmurksen. Er müsste dann halt gucken, wie er ihn los wird, aber eigentlich hätte er keinen großen Grund, ihn am Leben zu lassen, denn der Herr Zellner weiß, wer der Mörder ist, dass der Dr. Gebhardt der Mörder ist. Und kann es natürlich, wenn er irgendwie freigelassen wird, jedem erzählen. Also das klappt nicht so ganz. Andererseits ist er natürlich auch irgendwie in der Zwickmühle, weil wenn er ihn umbringt, muss er die Leiche erstmal irgendwie loswerden, ohne dass es jemand mitkriegt. Und ich glaube, das wird nicht so einfach. Ich glaube nicht, dass wir unseren Herrn Zellner verlieren werden, deswegen werden wir ihn wohl in Episode 2 wiedersehen. Ich bin verdammt gespannt, wie genau das da gelöst werden wird. Und hoffentlich kommen wir dann auch bald nach Ägypten, nach Kairo. Und treffen dann vielleicht wieder auf den Raben und mal schauen, was da dann so rumkommt. Ne? Also eigentlich war das ja jetzt hier bloß so ein Zwischenfall, weil wir haben ja schon festgestellt, das ist höchstwahrscheinlich nicht der Rabe. Ich glaube auch nicht, dass der Dr. Gebhardt der Rabe ist. Haut nicht hin. Deswegen kommen wir dann mal wieder zum eigentlichen Sinn und Zweck der ganzen Chose hier, des eigentlichen Inhalts. Wir sind ja jetzt doch ein bisschen davon abgekommen durch die Morduntersuchung. Ja, und dann würde ich sagen, hat mich schon mal gefreut soweit, dass ihr hier zugeguckt habt und schaut euch den Abspann noch an oder auch nicht, wie ihr wollt, keine Ahnung. Wir sehen uns in Episode 2 beim nächsten Mal wieder. Haut rein!